Diese Skisaison ist bisher für Wintersportliebhaber nicht gerade die beste Erfahrung. Wenig Schnee, stattdessen viel Grünfläche und nur schmale Streifen, die man kaum als Skipiste bezeichnen kann. Doch in dem österreichischen Skigebiet Ischgl ist an einigen Stellen Schnee vorhanden. Dort kommen die Wintersportler nun doch noch auf ihre Kosten, zumindest theoretisch. Denn wer momentan in Ischgl im Skiurlaub ist, wird auf der Piste nicht allein sein. Dieses TikTok-Video mit rund 5 Millionen Aufrufen zeigt das Chaos. Volle Pisten, kaum Platz. Vor allem am Nachmittag soll es sich bei der Talabfahrt stauen. In den Kommentaren sind viele User eher froh, sich dieses Jahr gegen einen Winterurlaub entschieden zu haben. Bei dem Video handelt es sich jedoch um keinen Einzelfall. Die Pisten sind dort, wo dieses Jahr Schnee liegt, überfüllt. Für Wintersportfans bleibt nur zu hoffen, dass sich die Situation noch verbessert.